Hallo bei Kuchelfit Masterclass. Heute freue ich mich besonders auf die Sendung. Wir haben was Süßes. Brigitte Kreuzer hat uns ein ganz tolles Rezept mitgebracht. Also wir kochen natürlich wie immer mit Südtiroler Qualitätsprodukten. Karl, du hast das Rezept gerade erst erfahren. Bist ein bisschen erschrocken, gell? Ich sag, ups. Ja, jetzt muss ich mich wieder mal konzentrieren. Ja, da musst du heim zusammenreißen. Gell? Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und wir waren vorher mit Brigitte unterwegs und das schauen wir uns jetzt an. So, Karl, jetzt geht's noch los. Ich habe mich da schon ein bisschen vorbereitet, weil gegen einen Sternekoch kochen ist natürlich keine Kleinigkeit. Deswegen muss man schon ein bisschen üben, auch wenn man das voll gut kann. Ich habe mir ein tolles Rezept für dich ausgedacht. Ich mache Strudelteigblätter mit einer Mascarpone-Creme und frischen Erdbeeren. Wichtig ist da, ganz frische Produkte zu nehmen, wie frische Eier, einen guten Mascarpone und natürlich tolle Erdbeeren. Jetzt zum Anfang der Erdbeersaison. Zum Süßen nehme ich Honig, damit es ganz feine, süße Note kriegt. Und jetzt werde ich das ein paar Mal durchkochen und dann werden wir schon schauen. Brigitte, ja. Was machen wir als erstes? Ich fange jetzt mit dem Teig an, weil der Teig muss eine halbe Stunde rasten. Deswegen, während der dann rastet, machen wir den ganzen Rest. Aber dann machen wir einen Strudeltag, gell? Ja, also der geht ganz schnell. Einfach ein Salz, ein bisschen Wasser, ein Ei und das Mehl. Lauwarmes Wasser? Ja, genau. Ja. Den lassen wir auf einen warmen Ort gehen. Schau, du hast auch einen Kreuzer gemacht. Ja, ich habe jetzt das kopiert. Hast du jetzt, weil er spontan und gesagt, ich mache jetzt einen abgesegnet, dass er da noch brav ist. Dann machen wir jetzt, was für eine Creme wird das? Das wird eine Mascarpone-Creme, so ähnlich wie bei einem Tiramisu. Da brauchen wir jetzt Eier, Zucker. Wir nehmen auch ein bisschen Honig, damit wir nicht so viel Zucker verwenden müssen. Vielleicht ein bisschen Grappa rein, damit er so ein bisschen einen Schuss kriegt. Du hast die KitchenAid. Ja. Du bist ein KitchenAid? Ja, ich bin auch. Eine lebendige KitchenAid. Also da brauchen wir jetzt ein ganzes Ei und ein Eigelb. Und das wird dann mit Zucker und Honig. Also man kann Zucker ganz viel vermeiden, indem man ihn mit Honig ersetzt. Das ist natürlich sinnvoll. Und da sind wir jetzt beim Thema, bei deinem Thema, gell? Honig. Du bist eigentlich gelernte, ausgebildete Imkerin und hast mit Bienen von klein auf zu tun, gell? Man soll eigentlich nicht. Mein Vater hat alle Bienen gehabt und die haben eigentlich nicht so mitgearbeitet. Da habe ich eher Angst gehabt. Aber irgendwann dann habe ich ein Bienenvolk gewungen und dann habe ich halt anfangen müssen. Wie viele Völker hast du? Im Moment 10. Und sind sie gesund? Ja. Weil sie haben halt erst Bienen, Schauk, und so alles perfekt. Jetzt mal, auf geht's. Wird eh gleich fertig. Sagen, wer schneller ist. Na, Karl, da musst du den. Na, sind sie schon heller. So viel langsamer bin ich auch wieder mit. Ne? So, wie schaut es aus bei dir? Ich tue jetzt ganz ein bisschen Ding rein, Zitronenschale. Zitronen, ja. Was haben wir denn da? Vanillezucker. Ah, schau dir an. Ja. Hab's mir nicht gesagt davor? Nein. Da fahren mal tauchen Sachen auf, die ich gar nicht gesehen habe. Auf gewisse Sachen musst du einfach selber drauf haben, Karl. Das ist so. Ja. Jetzt kommt der Mascarpone rein. Okay. Tust du den jetzt mit Hand oder Augen nur mit der Maschine? Nein, ich tue ihn schon mit der Maschine. Jetzt tue ich ein bisschen Grappa rein, weil ich habe das gerne in Tiramisu, einfach so. Man kann da natürlich ein Erdbeerlikör rein tun oder ein Erdbeergrappa, das war dann top. Wir haben jetzt ein bisschen Grappa nachgetan, weil sie hat jetzt, sie hat jetzt kurz zu mir geschaut. Das sind jetzt ganz geheim. Sie hat jetzt kurz zu mir geschaut und hat gesagt, jetzt habe ich ein bisschen Grappa rein, gell? Jetzt habe ich mal getestet, ob das wirklich ein Grappa ist. Ja. Ist es? Weil es kann ja sein, dass das zwar mit mir was vorhabst. Nein. Wenn du so fies sein. Ist ja ganz sicher. Schau jetzt, du, der hast dringend viel reingetun. Da können wir mal ausschalten. Jetzt müssen wir das umfüllen, weil da müssen wir jetzt die Sahne schlagen. Ja, also das heißt, jetzt haben wir eigentlich die Mascarpone-Creme bis auf die Sahne. Haben ja, wir jetzt praktisch dann zubereitet. War jetzt fertig. Karli tut einige auch rein, gell? Darf ich das? Was? Deine Sahne auch rein tun? Ja, bitte. Gut. Nächster Arbeitsgang ist die Erdbeeren marinieren. Die schauen ganz gut aus. Einmal und... Na, warte. Karl, lass dich doch nicht. Bist du noch, wenn ich die Sahne in seine Mascarpone... Das tue ich immer selber.
Der war ja furchtbar. Ja, alles kaputt. Da braucht es den richtigen Schwung, weißt du? Ja. In einen Schrank? Ja, bis man das dann verwendet. Siehst du, also für die komplexen Tätigkeiten. Aber zugedeckt. In einen Schrank. Jetzt kommt der delikate Teil, weil jetzt müssen wir das mit dem Teig machen. Also Karl, was trinken wir jetzt da dazu? Was darfst du jetzt da empfehlen? Ich darf sagen, einen guten Südtiroler Rosé-Sekt von Kettmeier. Zufällig haben wir rein Blauburgunder. Und der passt sicher gut, weil der hat auch gerne so ein bisschen Nachhall nach Himbeeren, Waldfrüchte. Ja. Hat eine schöne Frische drin, eine elegante Frische. Und weil das eben wie ein Sirs ist, auszugleichen, darf ich sagen, wird der den tun wir dann noch perfekt. Auf. Jetzt kommt die Architektur ins Spiel. Jetzt kommt das Feine beim Kochen. Jetzt hat man alles, was man so braucht, hat man hervorragend zubereitet. Und jetzt kann man alles hinmachen, indem man es einfach auf den Teller hält. Genau. Ja, recht viel mehr kann ich da nicht mehr draus tun. Deswegen darf ich sagen, wir sind fertig. Nummer 1 bitte, Kostprobe. Na wohl, mach dich bereit, jetzt wohl. Ist nicht so leicht, gell? Eine Komposition, ein orchestrales Werk. Ja, jetzt gehen wir gleich auf die Nummer 2, damit ich gleich merke, sollte ein Unterschied sein. Weiter aufmachen. Ah. Oh, du hast schon einen riesigen Mund. Ach, sehr gut. Fallen die Worte, gell? Großartig. Sehr gut. Er hat das Orchester im Kopf. Gell? Sehr gut. Gell? Beim 2 habe ich jetzt gemerkt, ist ein bisschen flacher. Bei 1 ist es noch mal ein Hauch stimmiger. Also geht ein bisschen mehr so in die Zitronenrichtung, harmoniert ganz hervorragend mit den Erdbeeren. Textur von den Teigwaren auf beiden Seiten großartig, die Kombination mit der Creme hervorragend, aber beim 1er habe ich einfach diesen kleinen Aha-Moment mehr, deswegen entscheide ich mich für Nummer 1. Jetzt bin ich gespannt, wer der Sieger ist. Na! Warst du, dass ich keine Freude habe? Nein, ja. Nein, keine Freude. Brigitte? Gut ab. Es war. Simon, ein Bärs. Aber wirklich großartig. Jetzt wäre ich mir gleich eins kuscheln. Nein, großartig. Ich glaube, das stimmt alles nicht. Jetzt tue ich mit. Großartig. Trösten. Ja. Dann guten Sekt. Ich glaube, ich bin nicht ganz einverstanden damit, aber ich muss jetzt mit denen leben. Karl, du bist ein alter Charmeur. Du bist ein alter Charmeur. Ein alter Charmeur. Tut das leid. So. Zum Wohl und der herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, danke Prost. An die Zuseher. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder.